5000 Follower oder so kaufen, einfach damit eine größere Zahl da steht und es nicht so wirkt, als wäre das so No-Name-Laden, einfach so wie Image-mäßig. Du kennst. Das bin ich. Rein. Geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Wir gehen rein zu Dodo. Der hat ein Video hochgeladen, was ich eine sehr, sehr geile Idee fand. Und wir haben die letzten 2-3 Wochen, glaube ich, bei Dodo nicht reingeschaut. Deswegen haben wir da ein bisschen was verpasst. Und jetzt gucken wir mal. Er hat ein neues Video hochgeladen. Ein Tag nur bei Restaurants essen, die mindestens 10.000 Follower auf Instagram haben. Ist eine sehr geile Videoidee, muss ich sagen. Weil normalerweise ist es ja ganz häufig so, dass wenn Läden erfolgreich sind, weil sie gutes Essen machen, gehen die ja auf Social Media viral und haben dann auch mehr Follower und sowas. Das heißt, man kann schon so ein bisschen sehen, wenn jetzt ein Laden auf Instagram 30.000 Follower hat, dass der wahrscheinlich nicht schlecht sein wird. Sonst wird er ja nicht so viel Follower haben. Irgendwo muss der einen Kultstatus haben und deswegen feiern die Leute den Laden. Und sich die quasi jetzt rauszusuchen und dann zu schauen, was die daran können, ob die sich vielleicht die Follower gekauft haben oder was auch immer, das ist eine geile Idee, Dodo, muss ich sagen. Finde ich sehr geil. Bin ich gespannt, was uns hier erwartet. 16 Minuten Reinunterhaltung à la Dodo. Let's go. Freunde, was macht ihr, wenn ihr essen geht? Ihr guckt wahrscheinlich genauso wie ich auf die Google-Bewertung und schlussfolgert, wenn ein Restaurant viele Google-Bewertungen hat, dann muss es aber auch gut schmecken. Was ist aber mit den Restaurants, die viele Instagram-Follower haben? Keine Ahnung, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Schmeckt dort das Essen auch gut? Können wir den Restaurants anhand der Instagram-Follower vertrauen? Heißt das also, viele Instagram-Follower gleich gutes Essen? Genau das und vieles mehr werden wir in diesem Video erfahren, denn wir werden uns in diesem Video einen Tag lang nur bei Restaurants ernähren, die über 10.000 Abonnenten haben. Deswegen würde ich sagen, schnappt euch was zu essen, lehnt euch zurück, viel Spaß bei diesem Video und bevor ihr weiterschaut, finde ich richtig geil, hab ich richtig Bock auf das Video jetzt. Lasst doch auf jeden Fall noch ein Abo da und like das Video, denn wir stehen kurz vor den 100.000 und das ist natürlich ein riesengroßer Traum hier. Deswegen freue ich mich auf euren Support und wünsche euch direkt viel Spaß mit dem Video. Alles klar, Freunde, der erste Spot ist eine Patisserie hier in der Hafen City und ich habe bei Instagram geguckt, die haben 13.000 Abonnenten. Ich blende euch das immer hier ein. Wir haben jetzt aber nicht auf die Google-Bewertung geguckt, weil, wie gesagt, haben wir achten nur auf die Instagram-Bewertung und die Theorie dahinter ist ja, wenn das Restaurant viele Follower hat, dann muss es ja schmecken. Wir versuchen die Kausalität hier herauszufinden. Wir haben uns hier diese viralen runden Croissants geholt. Einmal in der herzhaften Variante haben wir noch nie gegessen und einmal in der süßen Variante. Dann haben wir hier für die Regie haben wir zwei Quiche, so Mini-Quiches geholt und ein Flat White. Du kannst ja mal den Flat White filmen. Ich weiß nicht, was hier mit unserer Latte-Art passiert ist, aber es... ja, aber wir probieren den Kaffee, vielleicht ist er gut. Der ist sehr gut. Da müsste jetzt der Vergleich mit meiner Kaffeemaschine und meinem Kaffee kommen. Es ist, wenn Leute zu mir kommen, immer, Julian, dein Kaffee. Das hört sich so behindert an, wenn man das über seinen eigenen Kaffee sagt. Mein Kaffee ist schlecht. Mein Kaffee ist schlecht, kommt nicht zu mir. Wenn, dann lasst andere Leute etwas über meinen Kaffee sagen, aber nicht über mich. Ich sag nur, mein Kaffee ist schlecht. Nur er schmeckt nur mir, okay? Ich habe nie was anderes gesagt. Fertig. Sehr gut. Aber allgemein das Ambiente, super luxuriös. Aber Dodo hat gesagt, er war lecker. Ist so schwarz-gold gehalten, gefällt mir richtig gut. Wir haben hier auch unser goldenes Besteck. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Herzhaften an und schneiden erstmal hier von unserem Croissant so einen Querschnitt auf, damit wir mal so in die Mitte gucken können. Das schneidet sich schon richtig krank. Es ist auch noch leicht warm. Ich erhoffe mir viel davon. Hier im Querschnitt sehen wir haben Ei, wir haben Bacon, wir haben noch so eine geile Soße da drauf. Bisschen Kraut, bisschen Grünzeug und halt das runde Croissant. Es riecht unfassbar gut. Richtig butterig. Ich freue mich da sehr drauf. Wir probieren mal. Es ist unfassbar lecker. Es ist unfassbar lecker. Es ist krank. Das ist ehrlich richtig krank. Also, der Bacon wurde hier so verarbeitet, dass du gar nicht mehr schmeckst, dass das Bacon ist. Du hast so ein richtiges Fleischgefühl im Mund. Und dann dieses geile, weiche, butterige Croissant. Warum kannte ich diese Patisserie nicht? Warum war ich hier vorher noch nicht? Wie krank. Mmh. Das ist richtig, richtig lecker. Mich interessiert auch extrem, wie viele Google-Bewertungen dieser Laden hier hat, weil normalerweise guckt man ja immer nur nach Google-Bewertungen. Aber hätten wir nicht gesehen, dass das Restaurant über 10.000 Abonnenten hat, was das Kriterium ist, um hier in dem Video reinzukommen, wären wir hier wahrscheinlich niemals gelandet. Das ist ja geisteskrank. Aber warum kennt man das nicht, obwohl es so bekannt ist? Vielleicht haben sie sich auch Follower gekauft. Aber glaube ich nicht. Einfach ein Traum. Bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das viele Restaurants machen, dass sie sich 5.000 Follower oder so kaufen, einfach damit eine größere Zahl da steht. Und es nicht so wirkt, als wäre das so No-Name-Laden, einfach so wie image-mäßig. Das ist einfach was, die meisten Leute peilen das ja auch gar nicht. Die gucken nicht aufs Engagement, die peilen das alles nicht und wundert das auch alles nicht und stellen es sich in Frage. Und ich schätze mal, bei 90% der Leuten fruchtet das ja auch, wenn da eine große Zahl steht. Deswegen
machen die das und ist auch verständlich. Wenn ich ein Restaurant raussuche, ich gucke immer zuerst, also wenn ich jetzt wirklich gar keinen Peil habe und ich bin jetzt irgendwo in einer fremden Stadt, schaue ich auf TripAdvisor oder schaue mir irgendwo auf TikTok oder so Videos an oder vielleicht irgendwie kenne ich Sachen aus anderen Videos oder ich frage Freunde. Und sonst, wenn ich jetzt ein konkretes Restaurant habe, wo ich hin möchte, dann schaue ich das schon auf Google, vor allem die Rezeption an. Rezeption. Ich schaue gar nicht auf Instagram. Mal gucken, wie die bei Hotels oder sowas, da schaue ich ab und zu auf Instagram. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr mal irgendwo hinreisen wollt. Ihr könnt bei Instagram, ich habe mein Handy nicht da, ihr könnt bei Instagram in der Suche auch so Geotags eingeben, also Locations. Sagen wir jetzt mal Schloss Neuschwanstein. Gebt ihr das ein und dann könnt ihr bei Location das Ganze suchen und dann werden euch Stories angezeigt, die an der Location an dem Tag aufgenommen wurden. Das heißt, es ist wie so eine Live-Webcam. Ihr könnt live quasi an Orte schalten und euch das Ganze anschauen. Und auch wenn ihr jetzt mal einen Urlaub buchen wollt oder so, da mache ich es echt, da mache ich es häufiger. Dann gebe ich das davor bei Instagram ein und schaue mir an, wie das in echt ausschaut. In Instagram-Stories von Leuten, die dort Fotos machen. Und dann sehe ich da quasi nochmal so Bilder. Und auch bei Hotels oder so ist es halt nochmal ein anderer Blickwinkel, als es nur von der Hotel-Website oder was auch immer. Also das kann ich euch echt nur empfehlen. Auch wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter gerade ist oder keine Ahnung was. Ich nutze das immer dafür. Diese Mini-Quiches hier schmecken. Wir haben einmal Tomate Mozzarella und einmal Tomate Basilikum. Mhm. Auch sehr gut. Richtig geil sogar. Wow. Mhm. Quiche ist underrated. Isst man nicht so oft. Vor allem in dieser Mini-Variante. Es gab noch das große, aber wollten so Mini-Teile. Jetzt kommen wir zum Highlight, Freunde. 6,50 für so eine Quiche. Am meisten freuen. In London bei NNN haben wir es schon gegessen. Mit Nutella gefüllt. Hier ist das richtige Schokolade. Ich habe auch gesehen, als ich gerade den Kaffee abgeholt habe, dass die, wenn ihr heiße Schokolade hier bestellt, dann bekommt man das aus so einem Schokoladending. Es dreht sich das heiße Schokolade, es wird so abgezapft und dann kommt da so Milch drauf. Feierabend. Wir gehen rein. Ich beiß einfach rein. Mhm. Oh, Schokolade ist richtig lecker. Von hier kommt nämlich jetzt Sorted Caramel raus. Oh. Geisteskrank, bisschen gekleckert, aber für euch war es es wert. Ich würde sagen, es ist nicht das Beste, aber das mit Abstand am hochwertigsten von den runden Croissants, die ich bis jetzt gegessen habe. Richtig, richtig geil. Wir essen das jetzt auf und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, Freunde, wir haben das aufgegessen und ich muss sagen, es war absolut übernice. Also du kommst da rein und es war einfach unerwartet übertrieben edel. Klar, wir sind in der Hafen City. Hier ist natürlich immer alles so ein bisschen gehobener, müsst ihr euch vorstellen. Also für die, die jetzt nicht aus Hamburg zuschauen. Hafen City ist so ein neuer Stadtteil, der quasi errichtet wurde oder jetzt gerade errichtet wird, wenn du jetzt hier guckst. Guck mal hier, nur Baustelle. Aber hier sind einfach, hier ist es einfach. Hier ist das Leben, hier ist es, es ist einfach krass, es ist gehoben, es ist teuer. Und das war es auch, aber das war es irgendwie auch nicht. Also wir haben das jetzt alles bestellt und alles, was wir hatten, hat jetzt 20 Euro gekostet. Und ja, ist ein bisschen laut. Mal kurz ins Auto gehen. Also wir hatten wirklich für alles, haben wir 22 Euro bezahlt. Und ich finde, das ist mehr als fair, wenn man diese viralen, runden Croissants hat. Das ist ja auch in der Herstellung wahrscheinlich nicht ein großer Mehraufwand, aber es ist halt trotzdem was anderes. Denn geschmacklich, dieses herzhafte Croissant, das war wirklich, sowas habe ich noch nicht gegessen. Das war so intensiv. Wir saßen da und haben das gegessen und haben uns schon so überlegt, wo kriegt man sowas Geschmacksintensives? Also ich habe immer noch den Geschmack auf der Zunge. Das ist eine halbe Stunde her und da geht dicke, dicke Empfehlung raus. Also wenn ich das jetzt nach Punkten bewerten müsste, war das schon eine 8,4, 8,5. Das war schon richtig geil. Also einzige Sachen, die ich verbessern würde, tatsächlich Kaffee war. Meiner Meinung nach hätte man den Kaffee noch ein bisschen improven können. Und ich finde, mein rundes Croissant hat ein bisschen zu viel Salzkaramell. Aber das ist natürlich persönliche Präferenz. Ansonsten wirklich 8,5. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne gehen wir jetzt weiter zum nächsten Restaurant. Weil das Restaurant hat jetzt nochmal 40.000 mehr Follower bei Instagram. So Leute, die Reise geht weiter. Wir sind jetzt bei Underdogs. Underdogs Hamburg. Was war? Fischrestaurant. Okay. Interessant. Also das davor war ja schon so ein Instagram-typischer Spot mit so einem Food-Trend. Und die machen jetzt Streetfood mit Fisch, schätze ich mal, irgendwie sowas. Ich glaube, Streetfood funktioniert generell mal ganz gut auf Social Media, beziehungsweise auch so auf Instagram oder sowas. 1770 Beiträge ist natürlich eine Menge. Da kann das schon gut sein, dass sie sich die Follower nicht gekauft haben, weil die machen nicht seit gestern Instagram. Privat wüsste ich jetzt nicht, ob ich ein Restaurant folgen würde. Ich habe damals Burgerhaus in München, das ist so ein Burger-Restaurant, denen habe ich gefolgt, als ich so 2011 oder so angefangen habe, viel Burger zu essen. Das Underdogs hat bei Instagram über 50.000 Follower. Das ist super, super viel, meiner Meinung nach, für ein Restaurant. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ab wann für euch ein Restaurant mit Instagram-Followern viel ist. Also für mich persönlich ab 10.000 und hier fünfmal so viel wie bei vorherigen Spot. Mal gucken, ob wir das in diesem Video noch toppen können, weil das finde ich schon sehr krass. Wir sind bei Underdogs, die haben quasi, ja, dieses klassische Fischbrötchen komplett neu definiert, komplett neu erfunden. Wir haben hier einmal so eine Black Tiger Roll. Sehr, sehr nice, sieht super aus, mit Mayonnaise obendrauf. Es ist
Also wirklich von der Aufmachung her. Alter. Sehr krass. Und dann haben wir eine Sache, einen Burger, einen Fischburger. Finde ich, hat man so nicht oft auf dem Schirm. Aber das habe ich bei TikTok gesehen tatsächlich. Wenn man hier das Brot hochnimmt, kann man erkennen, dass es sich hier um eine ganze Krabbe handelt. Also die haben eine ganze Krabbe genommen, die frittiert, natürlich geschält. Und hier liegt einfach eine ganze Krabbe auf dem Burger. Und deswegen haben wir das genommen, weil ich gesagt habe, Ich war in Dubai vor 1,5 Jahren mit Oscar auch gemeinsam und da habe ich auch so einen Burger gegessen und das war eine Softshell Crab. Ich glaube, das wird das wieder so eine sein. Da kann man quasi die ganze essen, weil die so eine Softshell hat. Gedacht habe, Alter, habe ich so noch sonst nie gesehen. Würden die sich ja da dumm und dämlich fummeln, das Ding da außen alles abzumachen. Ich glaube, die wird doch auseinanderfallen. Sehen, wie krass muss das sein? Und damit fangen wir auch direkt an. Bun ist auch überweich. Richtig geil. Guck mal, wie geil das auch getoastet ist. Man sieht richtig noch die Butter glänzen. Das brauchen wir, Leute. Das ist es. Ist ja ein guten. Oha, richtig geil. Überfrisch, Soßen richtig geil. Und auch, man erwartet so was Hartes, wenn man so an so eine Krabbe denkt, aber das geht alles so richtig weich rein. Und dann kommt noch diese Butternote. Ich finde, Bene, servus. Butter und Fisch sind einfach Freunde. Sehr, sehr, sehr starkes Ding. Muss ich echt sagen, direkt mit dem ersten Bissen. Da das sieht aber auch beides, also wirklich ultra lecker aus und ist mal nicht so ein Standardding. Auf dieses Sandwich hier, oh, da hätte ich richtig Bock drauf. Und auch mit dem Kraut, wow. Sehr nice, sehr, sehr nice. Dann würde ich sagen, wir probieren hier nochmal diese Black Tiger Garnelen Roll. Und wisst ihr, was ich krass finde? Es ist jetzt so eine Rolle, die bekommst du. Und wenn du sie bei Instagram siehst, denkst du dir so, okay, in echt wird das wahrscheinlich nicht so krass aussehen. Doch, Bruder. Doch, es sieht dann echt so geil aus. Es sieht einfach 1:1 aus wie auf einem fucking Instagram-Foto. Und das ist schon wieder krass. Also jetzt holen wir das mal raus. Das ist hier so ein Laugen-Hotdog-Brötchen, was einfach von beiden Seiten überkrass getoastet ist. Denn mit über viel Mayo, hier steckt viel Liebe drin, hier steckt viel Liebe für die Hüften drin. Wir gehen rein. Oh mein Gott, ich glaube, das schmeckt, also out of this world, glaube ich. Ich hatte gerade einen Zungenkuss mit einer Knoblauchzehe. Alter, ist hier viel Knoblauch drin. Aber das soll auch so, weil das passt super, super gut. Ja, dieses, zu dieser Rolle. Dieses Buttrige von dem Brot, das sieht mir nach so einem Brioche-Bann aus, mit so ein bisschen Lauge außen oder sowas, keine Ahnung. Aber das bringt da so diese Buttrigkeit rein und das nimmt dir die Schärfe ein kleines bisschen raus. Und dann zu den Garnelen, gerade so Black Tiger Garnelen, die sind eigentlich recht groß, die hätte ich gern gesehen, wie die im Ganzen ausschauen. Das kann richtig gestört geil kommen. Ich muss auch sagen, bei McDonald's dieser Scampi Burger oder Shrimp Burger oder keine Ahnung, was wieder heißt, die haben auch so einen Burger, der manchmal im Weihnachten rum rauskommt. Ah nee, das sind so frittierte Shrimps. Boah, das ist auch, also Scampi kann ich sehr gerne essen, Mann. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen so Garnelen und Scampi? Nicht, ne? Ist eigentlich das Gleiche. Ich mag nur nicht diese langen, also diese ganzen so Lagusten. Die feiere ich teilweise nicht so. Und ey, immer dieses Ding mit der Schale abmachen und dann, wenn die nicht entdarmen oder so, das ist wirklich ein... Gibt es hier draußen Gastronomen, die mir das erklären können, warum zum Fick man Kunden in einem Restaurant Garnelen, Lagusten oder andere Schalentiere gibt, die ich noch entdarmen muss, beziehungsweise die nicht entdarmt sind? Ihr müsst wissen, für die, die es nicht wissen, auf dem Rücken von den Tieren läuft der Darm entlang und da ist Kot drin. Weil die Dinger sterben so, ohne dass sie sich davor entleeren konnten. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal so eine Garnele aufschneidet und dann seht ihr, da ist sowas Schwarzes am Rücken und ihr habt keine Ahnung, was es ist. Jetzt wisst ihr, was es ist. Viel Spaß, ihr könnt es ab sofort nicht mehr essen, weil ihr im Kopf habt, was es ist. Und es schmeckt auch kacke, Alter. Es schmeckt echt schlecht. Und manche, es ist halt günstiger, wenn man die nicht entdarmt kauft. Ich kann mir anders nicht erklären, warum man das nicht macht. Also auch mit Schale kann man die hinten aufschneiden und den Darm quasi rausmachen. Und dafür geht es mir wirklich. Dafür geht es mir echt. Da habe ich keinen Bock mehr, weil ich frage mich an, sorry jetzt für das Thema, aber den Kot von so einer scheiß Garnele auf meinem Essteller da rauszuholen, Alter. Und mit esse ich das nicht. Und da. Gar keinen Bock drauf, Mann. Scampi haben Scheren und gehören zu den Hummerartigen. Meinst wird nur ihr Schwanz serviert und das Fleisch schmeckt leicht nussig. Marzipan ähnlich. Garnelen haben 10 Füße und keine Scheren. Sie sind in der Regel kleiner als Scampi. Im Biss fester und schmecken etwas süßlich. Google. Aha, okay. Scampi haben Scheren und gehören zu den Hummer. Ja, okay, dann sind Scampi quasi so. Scampi sind Langusten. Und Garnelen haben 10 Füße und keine Scheren. Nee, dann sind das Langusten. Und Garnelen. Ich glaube, ich habe die immer nur ohne Kopf gesehen, die Dinger. Keine Ahnung, wo die teilhaben. I don't know. Aber achtet drauf, Alter. Bitte, also warum zum Geier entdarmte Garnelen nicht?
Ja, das ist heftig. Wie kann man Fastfood so gut hinbekommen? Es ging schnell. Du hast hier die Garnelen, die hier gebraten sind, sind noch so leicht glasig, haben diese leichte Bissfestigkeit. So wie man sich das von gut gebratenen Garnelen vorstellt. Die Mayo, Knoblauch, das Brot, es passt alles richtig gut zusammen. Also für mich in Hamburg, wenn man hier irgendwie Fisch essen geht, absolute Nummer 1. Schreibt es in die Kommentare, wo man es besser machen kann. Also so auf Fastfood-Ebene, hier macht das keiner was vor. Sehr, sehr krass. Richtig gut. So, Freunde, von Underdogs geht's weiter zur Eisdiele in Hamburg mit den meisten Instagram-Followern. Und zwar ist das Lucellas Eiscreme. Oh, tropft schon ein bisschen. Oh, schmeckt schon stark. Das, was ich probiert habe, war schon stark. Ganz kurz nochmal zu Underdogs. Der Burger, der war schon nice. Am Ende ist mir noch aufgefallen, dass sie das Ganze noch mit Zitrone verfeinert haben. Das heißt, diese Krabbe hatte noch so diese zitronige Note. Aber für mich, meine persönliche Meinung war, du hast zu viel Brot und zu viel Panade geschmeckt. Da war zu wenig von diesem Krebsfleisch irgendwie, was man da schmecken konnte. Deswegen sah nice aus so für TikTok, aber jetzt schlussendlich war es jetzt nicht so das, wo ich sagen würde, okay, ey, ich muss da jetzt unbedingt dafür wieder hin. Aber das andere, diese Rolls, also diese Scampi Rolls und so, sehr, sehr, sehr gut. Für mich wirklich stabil 9 von 10. Finde ich, kann man kaum verbessern. Underdogs ist eigentlich immer mal ganz geil, wenn man es ausprobieren will. Man muss sich natürlich dessen bewusst sein, es ist relativ fettig und relativ kalorienreich, wenn man darauf Bock hat, dann ist man da genau richtig. Ansonsten muss man dann auf den Kommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es relativ teuer ist. Je nachdem, was für eine Größe die Black Tiger Garnelen haben, kann es sein, dass, also ich habe die mal in so einem, da wo wir davor gewohnt haben, da war so ein Feinkostladen direkt in der Nähe und da habe ich ab und zu mir so ein paar Köstlichkeiten geholt und dazu gehörten auch sehr große Black Tiger Garnelen und da hat eine Garnele, weiß ich mal ganz genau, irgendwas zwischen 3 und 5 Euro gekostet. Das waren aber auch die größten, die du kaufen konntest und die waren auch krass, also die waren wirklich krass, die waren so fett, die Dinger, und 10 von 10 vom Geschmack. Und wenn die jetzt ein bisschen kleinere sind, also das ist halt ein sehr teures Lebensmittel, einfach sehr teure Sachen. Konventionelles Luxusessen gehen. Aber wir machen jetzt weiter mit Lucella. Kauf dir mal für den nächsten Cheat Day Nutella-Eis. In der Dose oder Toblerone-Eis zu Kuchen ist das. Ja, mache ich. Auf das Nutella-Eis habe ich auch Bock. Nutellas Eiscreme angeblich. Hat das von euch schon einer getestet, Nutella-Eis? Das kann bestimmt was. Alle sagen, das ist geil. Die Eisdiele mit den meisten Instagram-Followern. Ich habe mich jetzt hier für Salzkaramell und Pistazien entschieden. Für was auch sonst, das sind beide Sachen, die ich über alles liebe. Und Franzbrötchen habe ich mir zum Probieren gegeben, weil die machen das immer so, dass... Oh, Franzbrötchen stark. Die machen das immer so, dass man immer, wenn man eine Sorte bestellt hat, kann man sich noch etwas als kleinen Klecks oben drauf machen zum Probieren, damit man fürs nächste Mal weiß, oh, das war nice, das könnte ich eventuell nehmen. Also das finde ich marketingtechnisch schon sehr, sehr stark. Deswegen fangen wir direkt an mit unserer Probiersorte Franzbrötchen. Hier ist auch ein kleines Stück Franzbrötchen drin, also so mit ein paar Chunks, finde ich auch stark. Ja, genau wie man sich ein Franzbrötchen als Eis vorstellt. Krass, gut getroffen. Freunde, ihr seht selber auch im Hintergrund bei dem Wetter. Einfach eine richtig geile Abkühlung. Einfach ein richtig geiles Ding, wo man sagt, boah, das bockt jetzt gerade so ein Eis zu essen. Jetzt gucken wir mal Salzkaramell. Die sind auch so Karamell-Swirls. So mäßig wie bei Ben & Jerry's. Auch gut. Auch stark, aber noch nicht das Beste, was ich gegessen habe. Meine persönliche Empfehlung aus Hamburg, da habe ich tatsächlich bei Instagram auch geguckt, ist Oehlers Eispatisserie. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber Leute, die machen Eis. Das hatten wir in dem Video, wo wir 24 Stunden nur Eis gegessen haben. Die machen Eis, das hast du so noch nicht gegessen. Sehr, sehr weit vorne. Jetzt kommen wir hier zum schwierigsten Part, und zwar Pistazie. Man sagt nämlich immer, wenn ihr in eine Eisdiele geht, müsst ihr Pistazie probieren. Wenn die Pistazie als Geschmack hinkriegen, dann schmeckt jede Sorte. Das ist wie, wenn ihr bei einem guten Italiener... Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Hä? Ich würde halt einfach als Ding, als Eisdiele so ein paar, also ich glaube, das Schwierige ist eher immer so die richtige Süße auch bei Pistazie zu treffen. Ob du da auf mehr süß, weniger süß gehst und dann musst du halt ein bisschen Pistazienmus reinmachen, wirklich geil ist, und dann, ja, kann das, glaube ich, schon sehr, sehr gut sein. Aber Pistazieneis ist halt häufig einfach nur Pistazienaroma und dann ist kein Geschmack drin. Schmeckt halt nicht so geil. Italiener, diese Pasta Aglio Olio. Also mit Olivenöl und Knoblauch, oder eine Margarita-Pizza. Die einfachsten Sachen sind die Sachen, die man testen muss, um zu wissen, ob der Koch was drauf hat. Und hier in dem Fall, ob die Eisdiele was drauf hat. Das ist eine gute Pistazie. Okay. Sorry, das ist richtiger Schwachsinn. Warum soll... Die einfachsten Sachen muss man testen, damit das Ding... Hey, das einfachste Eis, was du machen kannst, ist wahrscheinlich so mit... Keine Ahnung, Zitroneneis oder so oder Erdbeereis, dann nimmst du einfach die Frucht, machst halt ein bisschen so Milchzeug rein und ein bisschen Zucker, fertig. So, das ist wirklich das easyste, kostengünstigste. Ein bisschen gefrorene Erdbeeren, Punkt aus Ende, und dann mixt du den ganzen Bums zusammen oder was weiß ich, sowas wie Stracciatella oder so, keine Ahnung. Aber als ob Pistazie jetzt so das einfachste Eis ist. man kennt ihn, den Spruch. Vielleicht bin ich auch einfach dumm. Schmeckt sehr natürlich.
hat einen richtig geil nussigen Touch. Vor allem Karamell und Pistazie ist auch irgendwas, das passt irgendwie so geil zusammen. Ich liebe das so heftig. Es ist schon sehr, sehr, sehr nice. Man kann auch direkt sagen, nur weil es viele Follower hat, ist es nicht direkt die beste Eisdiele. Finde ich persönlich, habe ich schon bessere gegessen. Unter anderem Oro Gelato und halt diese Eispatisserie. Aber es ist eine Eisdiele, wo du hingehen kannst, wo du weißt, so ein Safe Call. Du machst nichts verkehrt, du gehst dahin, kannst easy essen, geil snacken. Das ist so ein Safe Call, wenn man das bei sich um die Ecke hat. Das gibt es ja jetzt mittlerweile schon über 8 Mal in Hamburg. Da weißt du, da kriegst du leckeres und gutes Eis. Das ist ganz gut. Ich habe jetzt hier für 4 Kugeln 7 Euro, glaube ich, bezahlt. Völlig okay. So Leute, als nächstes geht es weiter mit Bunz Street Food. Dieser Laden ist absolut viral bei Instagram. Der hat 30.000 Abonnenten. Und ich persönlich finde alles schon, was über 10.000 Abonnenten ist bei Instagram, als Restaurant überkrank. Also du repräsentierst dich ja nur mit deinem Essen. Ja, eigentlich nur mit deinem Essen. Und postest halt eigentlich nur deine Karte. Und das finde ich halt überkrass, so, weil da steckt ja keine Persönlichkeit hinter oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur ein Restaurant. Ja, knapp 30.000. 20.000 weniger jetzt als Underdogs. Wir gehen rein und wenn ein Restaurant Hype hat, dann der. Also ich habe schon ganz viel von Bunz gehört, habe es auch schon in diversen YouTube-Videos gesehen und sowas und deswegen bin ich gespannt. Also ich habe selber auch schon das Gefühl, was sich so ein bisschen durchzieht, ist, wenn Restaurants einen Hype haben, bekommen sie auch automatisch Follower. Also Hype hängt mit gutem Essen zusammen und hängt mit den Followern zusammen. Und dann sind eigentlich Google-Bewertungen schon fast egal. Das ist so das, was ich jetzt schon als Learning aus dem Video ziehe. So, wenn ich jetzt einen Laden einfach sehe bei Instagram und der halbwegs gute Follower hat, so für mich persönlich ab 10.000, schon krass. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt rein, testen Bunz und sehen uns, würde ich sagen, gleich wieder. So, Freunde, an dieser Stelle ein ganz kurzes Voice-Over-Fazit zu Bunz, denn es war einfach zu laut da drin. Wir hatten zu viel Musik, die entgegengekommen ist und deswegen will ich euch das in Ruhe erzählen. Wir hatten 2 Buns. Einmal ein Caesar Salad Bun mit so einem Crispy Chicken und so Parmesan oben drauf. Da ist halt, finde ich, also so ein Ding, das ist verkackt. Also das schaut mir jetzt hier schon so ein bisschen riskant aus. Ich finde, dieses Verhältnis aus innen und außen, also das darf nicht so wie jetzt hier 2 Drittel Brot, 1 Drittel Belag sein. Das muss eigentlich eher so 50-50 sein, sage ich mal. Oder vielleicht, ja doch, 50-50 ist, glaube ich, ein ganz akzeptables Verhältnis. Pi mal Daumen. Oder 60% innen, 40% außen oder irgendwie sowas um den Dreh. Dazu gab es immer Pommes und das fand ich immer übertrieben. Die schon aber irgendwie geil aus, die Pommes. Krass, weil du hast jeden Bun, den du bestellt hast, immer automatisch mit Pommes bekommen und musstest quasi nur die Soße zahlen. Das heißt, es ist eigentlich auch eine übergroße Portion. Also ich bin da jetzt auch richtig satt von geworden. Also ich habe jetzt einen Bun gegessen und meine Portion Pommes und ich sage, ey, für mich reicht es. Ich bin wirklich fein, ich bin satt. Das ist eine gute Portion und fand ich auch sehr, sehr fair für den Preis. Also ich würde sagen, ein Bun im Durchschnitt kostet so 13 Euro. So kann man das sagen. 13 Euro und dann ist da Pommes dabei. Wenn du dann noch eine Soße haben willst, dann kostet das vielleicht 14,50. Der zweite Bun, den wir hatten, der war dann so ein Cheeseburger-Bun, also quasi mit so einem Hackfleisch-Patty noch. Und ich sag euch, Leute, der hat richtig gut geschmeckt, Alter. Der war so heftig lecker. Ich war selber echt, echt überrascht davon, weil man hatte diesen Bun, der war so, der war dick. Es war so ein Toast. Das Toast war dick, aber man kennt es ja von Toast, auch wenn Toast dick ist. Sobald du das toastest, hast du zwar dieses Krosse, innen aber noch fluffige, aber das Brot dominiert nicht so. Klar, die letzten Ecken, wo dann kein Fleisch mehr dran ist, das ist ein bisschen trocken, weil die haben jetzt das Patty halt auch nicht rechteckig gemacht. Das ist ja sowas, was man bei so einem Bun abziehen könnte, so in der B-Note. Aber so dieser Bite in der Mitte, geisteskranke Nummer, Leute. Geisteskranke Nummer. Hat richtig gut geschmeckt. Das hat mir so gut gefallen. Und da habe ich mir gedacht, Alter, ja, wenn ein Laden Hype verdient hat, dann ist es Bunz. Es ist lecker. Es ist mal was anderes. Man hat so einen Burger, aber man hat irgendwie auch einen Toast. So. Das ist so, man muss es einfach mal probiert haben. Und es lohnt sich auch mal dahin zu gehen. Das ist mal was anderes. Es ist so ein lässiger Laden. Du musst dich jetzt nicht schick machen, aber du kriegst eigentlich gutes Essen. Es wird geil serviert. Insgesamt würde ich echt Bunz. Für mich ist das eigentlich auch so eine 8,6, 8,7. Also man kann das wirklich gut. Oha, aber dann ist dieser Scampi-Ding hier vorne quasi immer noch besser. Gut machen. Man kann das wirklich, wirklich gut machen. Das, was ich echt kritisieren würde, war bei diesem Caesar-Bun, also zu bei diesem Caesar-Toast. Es war mir einfach ein bisschen zu trocken frittiert. Ja. Weil viele nehmen ja auch immer diese Hähnchenbrust bei dem, wenn man irgendwas mit Caesar-Salad oder irgendwas mit Chicken macht. Und ich sag immer so, nein, nimm doch Schenkel. Nimm doch den Schenkel. Ich weiß nicht, ob der jetzt, der ist ja wahrscheinlich auch teurer, aber ihr bekommt da ja... Nee, mein lieber, Schenkel ist nicht teurer, Schenkel ist sogar günstiger. Eine ganz andere Saftigkeit, also auch an die Restaurants, falls auch jemand vom Bun sieht oder so. Probiert es doch mal aus, Schenkel. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Schenkel günstiger ist. Schenkel hat mehr Fett und Hähnchenbrust ist eigentlich so mit das Teuerste am Hähnchen.
Fleisch zu nehmen. Viel saftiger, das ist ja vom Hähnchen eigentlich das Beste, so, ne? Das ist das, was du dir auch auf den Grill hauen willst, da kriegst du auch diese Saftigkeit rein. Das ist so Schenkelfleisch. Warum nehmen alle immer Brust? Brust ist zu trocken. Brust ist auch schwer, richtig zart und saftig hinzubekommen. Das ist wirklich, wirklich schwer. Wenn man da ein Safe-Call machen will, nimmt man Schenkelfleisch. Meiner Meinung nach. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es anders seht, aber das ist so meine persönliche Meinung. Aber deswegen Buns auch sehr, sehr stark. Hat mir gut gefallen. So, Freunde, natürlich gab es an der einen oder anderen Stelle noch die großen Restaurants, falls ihr euch fragt, warum haben die es jetzt nicht ins Video geschafft? Wir haben noch beispielsweise 60 Seconds to Napoli, wir haben beispielsweise noch Dois Burger, aber ich finde, beide Restaurants, die wurden zu Genüge in den Videos hier irgendwie eingespielt und gerade sowas wie Dois Burger, habe ich oft schon gesagt, ist gar kein Geheimtipp mehr. Das ist gar nicht mehr so, dass man es extra nochmal ausprobieren wollte. Ich wollte eigentlich Sachen ins Video nehmen, die ich persönlich noch nicht so oft gegessen hatte, die ich persönlich noch nicht so oft im Video hatte und als kurzes Fazit kann man natürlich aber auch noch sagen, ja, absolut, viele Instagram-Follower, gleich gutes Essen, gleich auch gute Google-Bewertung, weil viele Follower immer damit einhergehen, dass es bei Google auch gut bewertet ist und dass das Essen dort auch schmeckt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr ein Restaurant bei Instagram seht und die vielleicht auch schon über 10.000 Abonnenten habt und ihr sagt, das Essen sieht geil aus, ich will das gerne mal testen, da könnt ihr eigentlich ganz, ganz beruhigt hingehen und sagen, okay, das muss schon schmecken, wenn sich schon so viele Leute dahin verirrt haben. Das war quasi das Fazit davon. Alles klar, dann wissen wir Bescheid und dann kann man in Zukunft ab und zu mal auf Instagram gucken. Auf der anderen Seite für Gastronomen und angehende Gastronomen da draußen, vielleicht das Learning, Social Media heutzutage machen, auch Instagram und sowas machen, mega wichtig. Also ich glaube gerade, das ist wie so eine kleine Website eigentlich. Und mir ist, während ich das Video geguckt habe, eigentlich die Idee gekommen, dass ich dieses Jahr vielleicht mal wieder, ich glaube letztes Jahr habe ich es nicht gemacht, aber ich glaube, ich bringe mal wieder einen neuen Teil raus von meine Lieblingsrestaurants in München, meine Top 5 Restaurants in München, meine Top 5 Foodspots aktuell. Da sind natürlich immer noch ein paar dabei, so von damals, aber auch ein paar neue. Und da könnte man so die neues Update quasi rausbringen. Wenn ihr mal nach München kommt, ihr könnt euch wirklich, ich schwöre euch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie häufig ich die Frage bekomme, was für Restaurants ich empfehlen kann, wenn man nach München kommt. Hey, ich bin jetzt in einer Woche in München zum Urlaub machen. Welche Foodspots kannst du mir empfehlen? Dies, das kommt ganz, ganz häufig. Deswegen, für den Grund mache ich solche Videos und die Leute können das dann abchecken. Bitte, ich bin im August das erste Mal in München und brauche Tipps. Geil.